Die höchste Gottesliebe. Kommentar zum 54. Vers des Bhakti Sutra von Narada. Hari Om und herzlich willkommen zum 54. Vers. Die höchste Gottesliebe ist eigenschaftslos. Sie ist frei von allen selbstsüchtigen Wünschen. Sie wird mit jedem Augenblick stärker. Sie ist eine ununterbrochene innere Erfahrung. Feiner als das Feinste. Ich will gerade nochmal den 55. Vers auch rezitieren. Wenn ein Mensch diesen Zustand höchster Liebe erlangt, sieht er seinen Geliebten in allem. Überall hört er von ihm. Nur das ist der Gegenstand seines Sprechens und Denkens. Die höchste Liebe ist eigenschaftslos. Du kannst diese Verse immer wieder lesen, du kannst sie auf dich wirken lassen. Sie wirken so stark. Weil man kann wissen, das schreibt Narada nicht irgendwo. Narada hat diese höchste Gottesliebe erfahren. Und er hatte das große Glück gehabt, so viele andere zu kennen, die in dieser höchsten Gottesliebe waren. Höchste Liebe zu Gott zu haben, ist nicht nur eine Theorie. Es ist etwas, was du erfahren kannst. Aus dieser höchsten Liebe kannst du leben. Und du musst doch nicht mal ganz vollkommen sein, um sie wenigstens zu erahnen. Swami Shivananda hat mal so gesagt, Gottes Erfahrung ist eine Angelegenheit von Angebot und Nachfrage. Gott gibt genügend Angebot nach Gottes Erfahrung. Sie muss nur nachgefragt werden. Sehne dich danach und dann tue das, was nötig ist. Sehnsucht allein reicht nicht aus, Tun allein reicht nicht aus, beides muss zusammenkommen. Die höchste Liebe ist eigenschaftslos. Sie ist frei von allen selbstsüchtigen Wünschen. Nach Gott zu streben, ist etwas, was du tust, nicht um irgendetwas zu bekommen. Du bittest nicht Gott um mehr Geld, um mehr Ansehen, dass Leute freundlich zu dir sind, dass du bekommst, was du willst. Das gibt es auch auf religiösem Gebiet. Aber die höchste Gottesliebe will nichts. Sie will nur Gott um Gottes Willen. Du willst nur Gott erfahren und nichts anderes. Sie wird mit jedem Augenblick stärker. Wenn du einmal von der Gottesliebe ergriffen bist, will sie stärker werden. Sie will sich immer mehr ausdehnen. Gott will sich immer stärker offenbaren. Deine Seele will Gott immer stärker spüren und erfahren. Nimm dir immer wieder Momente, diese Gottesliebe zu erfahren, diese Freude Gottes zu erfahren. Spüre die göttliche Gegenwart im Herzen von Menschen, selbst von dem, der gerade nicht so freundlich zu dir ist. Spüre die göttliche Gegenwart in jedem Baum, in jeder Pflanze, in jedem Vogel. Spüre die göttliche Gegenwart auch im Brummen eines Motorengeräusches. Überall ist Gottes Liebe, deshalb sagt er auch, sie ist eine ununterbrochene innere Erfahrung. Wirkliche, intensive Gottesliebe wird durch nichts unterbrochen. Sie ist immer da. Ein Bhakta, ein wahrer Bhakta, ein Paramabhakta, der vollkommene Hingabe hat, ist immer in diesem Gottesbewusstsein drin, was auch immer sonst geschieht. Du kannst das auf dich wirken lassen, du kannst darüber nachdenken, du kannst Gott spüren und du kannst dir vornehmen, immer wieder die göttliche Gegenwart zu spüren, zu erfahren, Gottes Liebe zu genießen, sie durch dich hindurch wirken zu lassen, Diener Gottes zu sein. Sie ist feiner als das Feinste. Diese höchste Liebe ist eigenschaftslos. Sie ist frei von allen selbstsüchtigen Wünschen. Sie wird mit jedem Augenblick stärker. Sie ist eine ununterbrochene innere Erfahrung. Feiner als das Feinste.